Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja. Da ist eine montierte Waffe. Let's Play Wildlands. Headshot. Also sage ich jetzt das einfach war knapp. So. Ja, das ist deine Mutter war knapp. Nee, schon. Gut, könnte ich hier im. Geh in Position. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Suche eine gute Schusslinie. Hier alles. Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Ziel, okay. Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Mein Ziel ist weg. Ziel markiert. Hab das Ziel. Die sind halt jetzt alle rausgegangen. Das ist das Problem. Wenn die noch alle drin stecken würden, wäre es in Ordnung. Den mache ich jetzt auch platt. Oh nein, jetzt geht er auch runter. Der ist halt offener. Oh. Ah, das macht viel zu viel Spaß. Gut. Der ist, glaube ich, da auch alleine drin, aber den kann ich nicht wirklich sehen. Beziehungsweise es ist die Gefahr, dass ich irgendwie an ein Metallteil. Ach, das ist ja lieb, dass du hier rauskommst. Ja, du. Ja, hallo? Musst du pinkeln? Vor allem, ey, voll lieb, dass er hier ins Gebüsch geht. Voll der liebe Dude. Der ist auch da drin, das ist auch fein. Hier hinten wird halt ein bisschen knifflig. Wollt ihr mich verarschen? Ich mach gerade alles so schön. Stealthy. Und dann kommt ihr. Ja, danke, verzieht euch mal. Ist das deren Ernst? Die sind gerade in eine Hochburg, in eine Festung. Von denen reingefahren. Und die machen nichts dagegen? Ja, okay, realistisch. Das ist ja geil, das ist ein Trainingslager. Ist ja geil. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, wenn wir die alle töten. Ja. Gut. Der kommt jetzt auch gleich zu mir. Jetzt halt er da zu offensichtlich. Ich glaube, die einzelnen Personen haben wir schon alle gekickt. Wenn der hier reingeht, kann ich den erschießen. Okay. Jetzt hat niemand gehört. Niemand gesehen. Den habe ich auch schon. Gut. Dann würde ich sagen, Sniper beiseite und Nahkampf. Wir müssen mit denen, mit der großen, kleinen Armee da vorne anfangen. Weil wenn die weg ist, dann ist alles gut. Das sind jetzt... Drohne fliegt. Schon.
Den bekomme ich von mir nicht. Den. Suche bessere Schusslinie. Und den. Sekunde, geh in Position. Okay. Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit. Auf dein Zeichen, Boss. Geh in Position. Da muss es sehr schnell gehen. Bin schussbereit. Ziel eliminiert. Okay, aufatmen. Hi. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Hä? Wie haben die das nicht gecheckt? Waren wir so gut? Also bis auf den da. Den habe ich davor auch nicht bemerkt. Ah, geil. Alter, wir sind voll gut. So, da sind noch zwei. Genau, die trainieren immer zusammen. Ja, genau, das Trainingslager wird jetzt noch schwer. Warte, dann schaue ich mal kurz. Also, der ist easy. Ich gehe in Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Ich hab das Ziel. Gib Zeichen. Die ausschalten. Waffenkiste entdeckt. Das war zu knapp. Also ich hätte den beim ersten Mal treffen sollen. Aber. Oh Gott, Unidad. Aber wir haben es geschafft, ohne Alarm auszulösen. Diese Seite ist sauber. Und es gab 4 Alarmanlagen hier. Also, ja, manchmal läuft's. Gut. Dann einmal hier. Dann schaue ich mal kurz. Ja, hier gibt's nur den da. Genau. Und einmal. Das ist eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ups. So, dann gibt's noch eine Datei. Und die Waffe. Ach, und noch was Grünes. Das ist ja schön. Ja. Einmal das da. Nee, Datei. Entschuldigung. Hier, da. Ja, okay, dann ist die Datei ganz nach oben. Natürlich. Datei. Datei. Vielleicht doch unten. Datei? Oder vielleicht unten draußen? Hier? Nee. Sorry. Alles gut mit mir, denke ich. Vielleicht Datei? Datei. Entschuldigung. Oh. Müllbeseitigung für den Kanal. Oh. Jetzt check ich's erst.
Ich habe erst Ohr gesagt, weil das so eine süße Kinderzeichnung war. Aber naja. Was die gesehen hat, oder er, das Kind halt, war in der Nähe treiben sich Gegner rum. Auf jeden Fall nicht so geil. Gut. Ah. Schiene. Dreifachlaser. Präzision. Okay. Dann wollen wir mal. Achso, die Typen da retten, ja. Hey, ihr schuldet mir was. Gut, dann stellen wir mal den Helikopter. Ah, das ist ja voll der Riesenkopter. Ich mach das, ich fliege. Mhm. Ah, wahrscheinlich fliegen wir jetzt zu dem geheimen Flugplatz. Ja, Flughafen. Ah, ist ja cool, dann das dauert ja nicht so lange. So, sehr schön. Schön auf den Punkt. Helis plündern ist mein Zweitjob. Hua! Hua, Gesundheit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Hauptmission weiter. Und zwar. Ah, hier ist der Fahrer. Laut jetzt. Unseren Daten gibt es einen Todestruck des Kartells, der in San Mateo Leichen einsammelt und zu einem gewissen El Pozolero bringt. Zwingen Sie den Fahrer, uns den Aufenthaltsort von El Pozolero zu geben. Das wird nochmal interessant, wie ich das machen soll. Vor allem da sind jetzt zufällig, also rechts sind zufällig Unidad-Soldaten. Ich sperre mal hier die Straße ab. Achtet auf den Truck. Wir brauchen ihn lebend. Er hat den Wagen schon voll mit verlangten Leichen. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir den Fahrer verhören sollen. Und jetzt bitte sag nicht, er ist schon zu weit geflohen. Weil das ist ein Bullshit. Ah, wow. Okay, wir können. Wollte er sogar machen. Ziel ist zu weit weg, das ist ein verdammter Laster. Selbst ohne Markierung hätte ich den wieder gefunden. Alter, willst du mich verarschen? Was für ein Scheißlaster ist das denn? Danke. Ja. Entschuldigung. Sorry, Bruder, aber ich brauche dein Auto. Raus. Warte, ich fahre. Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen dem Einmal. Entschuldigung. Oh fuck. Tut mir leid. I'm so sorry. Ja, klar. Ich habe vergessen, dass der auf einer Schiene fährt, ne? So ein Arsch.
Ja, und... Und fährt einfach weiter, dieser Trottel. Wie kannst du noch fahren? Nervt das. Gleich hau ich dir die rüber, ne? Genau, genau. Ja. Mhm. 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 Hochgeht. Ja, also. Sie. Stopp! Ich bin unbewaffnet! Okay, hier ist da, Bro. Oh, oh Gott. Tja, der Trunk ist sent. Mal sehen, was übrig ist. Der Typ ist. Bist du El Pozzolero? Hast du einen Arsch auf? Fuck, nein! Der bin ich nicht! Ich fahr nur den Tragwell. Nada más. Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Er heißt Raul sonst was. Raul Murillo. Sicher, dass du wissen willst, wo er ist? Wo ist El Pozzolero, Motherfucker? Ich hab schon seit Tagen keine Geduld mehr. Schon gut. Ich sage, wo er ist. Pero ihr werdet wünschen, ihr hättet es niemals erfahren. Der Truck steht. Schnappt euch den Fahrer. Mal sehen, wer der Typ ist. Bowman hier, Nomad. Der Fahrer hat uns El Pozzoleros Namen verraten. Raul Murillo. Und wir wissen auch, wo er ist. Fantastisch. Ich überprüfe Murillo und leite weiter, was ich über ihn finde. Das ist seltsam, Bowman. Diese Kartelltypen halten sich von El Pozzolero fern, als hätte er die Pest. Deshalb wird so wenig über ihn geredet. Passen Sie auf, wir wissen nicht genug. Sorgen Sie nur dafür, dass er am Leben bleibt. Sonst erfahren wir nie etwas über die Vermissten. Ich habe gerade eine Übertragung von Bowman erhalten. Scheinbar hat sie Info... Zuerst Video, sonst ist es weg. Als ich ein Kind war, wohnten wir bei einer Zugstrecke. Immer wenn ein Zug kam, rannte ich ins Bett meiner Mutter. Sie hat mir versichert, dass es keine Monster gibt. Sie hat mich angelogen. El Pozzolero, auch bekannt als der Eintopfmacher. Manchmal muss das Kartell eine Leiche spurlos verschwinden lassen. In solchen Fällen schicken sie die Kadaver nach San Mateo. Als erstes steckt El Pozzolero die Leiche in ein Fass. Das füllt er damit Natronlauge auf. Natriumhydroxid. Dann deckt er das Fass ab und rührt gelegentlich um. Nach 24 Stunden ist nichts übrig außer Schleim. Ein Topf. Den schüttet er in ein Loch. Was an Zähnen oder Knochenresten übrig bleibt, zertrümmert er zu Staub. Letztes Jahr verschwanden mehr als 300 Leute in San Mateo. Die Familien wissen nicht, ob die Angehörigen tot oder lebendig sind. Sie können sie nicht begraben. Sie können nicht abschließen. Der Einzige, der wirklich weiß, was mit ihnen passiert ist, ist El Pozzolero, das Monster, das sie aufgelöst hat. Das ist widerlich. Zu El Pozzolero ausgegraben. Das gefällt mir nicht. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ich bin total angespannt, verstehst du? Fast schon ein bisschen nervös. Wie Bowman sagte, viele Variablen im Spiel. So viele sind es nicht. Wir wissen nur nicht welche, also rechnen wir mit allem. Wir müssen gedeckt rein. Ich will El Pozzolero sehen, bevor er uns sieht. Uiuiui. Ja. Da macht das Töten ja Spaß. Gut, ist da ein Helikopter? Und dann schauen wir mal. Wir wissen, wo El Pozzolero steckt. Schnappen Sie ihn sich und bringen Sie ihn mir. Er muss eine Menge Fragen beantworten. Sicherheit destabilisieren. 45% erst. Mm.
Egal, machen wir trotzdem, weil wir es können. So, mal schauen. Uiuiui. Der Eintopf macht alles. Das klingt halt auch schon. Ja. Aber unser Vorteil gerade ist, dass es Nacht wird. Es wird Nacht. Es wird dunkel und die Leute wollen schlafen. Fahren wir hier hin oder auf die andere Seite? Wir können ja zuerst hier hinfahren, fliegen. Hier alles platt machen und dann auf der anderen Seite auf die andere Seite fliegen und das gleiche auf der anderen Seite machen. Die Drohne ist oben. So, dann wollen wir mal. Also hier sind auf jeden Fall welche. Nicht? Ich? Hä? Oh Mann. Ich bin schockiert. Also Sniper. Ein Scharfschütze. Ich sehe noch einen Tango, aber ein drittes Ziel. Also die Reichweite ist ja auch nicht mehr das Wahre vom. Gewitter. Nice. Es gibt Alarm. Natürlich gibt's Alarm. Nochmal Alarm. Das macht 5. Hey, Sniper auf dem Dach. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Hm. Wisst ihr was? Ich würde wirklich auf die andere Seite fahren, fliegen. Weil von hier bekommt man nicht so viel raus. Also ich würde auf die Felsen auf der anderen Seite fliegen. Da rechts hin. Ich glaube, das ist besser. Da kommen wir näher hin. Da kommen wir näher hin. Oh cool, es regnet. Das heißt, alle gehen rein. Das heißt, die auf dem Wachposten sind, die müssen ja draußen bleiben. Markiere einen Hauptmann. Ich sehe einen Scharfschützen. Wir können ja auch zuerst die im kleinen Ort töten. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom. Ein Scharfschütze. Stellen? Fünfzehn Hombres. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das macht 20. Okay. Dann machen wir doch zuerst mal die da oben. Wie weit ist der entfernt? Das weiß ich nicht.
Das weiß ich zum Beispiel nicht. Meter. Ah, das geht noch. Okay. Dann mache ich mal Multischuss hier. Wir sind fast am Lager des Kartells. Suchen wir El Pozolero. Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ich sehe das Ziel. Bereit für den Angriff. Feind am Boden. Alles gut, alles gut. Das ist ja schön. So, dann mache ich mal hier den Alarm aus. Dann... Der Alarm ist deaktiviert. Den sehe ich nicht. Aber den sehe ich manchmal. Den habe ich manchmal gesehen. Alarm ist aus. Puh, 37. 370 Meter. Ich weiß nicht, warte mal. Da muss ich noch mal üben. Ich mach mal hier 200 Meter. 400. 420. 480. Ja, das passt. Gut, ich würde sagen hier. Warte. Okay, die Spitze vom... wo ist er? Ah, da. Die Spitze von den unteren. Wenn ich jetzt mal... Nee. Das war falsch. Gut. Die suchen uns. Vorsicht. Hä? Wer denn? Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Tangos laufen in die falsche Richtung. Gut. Das war auf jeden Fall mal falsch. Gut, ich hole auf jeden Fall die Sachen hier. Die Datei. Nein. Das war nicht das, was ich haben wollte. Gut, eine Lieferung chemischer Lösungsmittel, möglicherweise für das Beseitigen von Fleisch und Knochen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich will das nicht. Ich will mein anderes. Hat das nicht. Geht. 28, genau. So, sehr schön. Wir sind immer noch gejagt. Dann können wir mal erstmal den wieder stehlen, oder? Und dann... Ich bin der Pilot. Ja, 2,3 Kilometer ist nicht ganz so... Wow. Ist zwar nicht ganz so unweit entfernt, aber
Dann beruhigen sie sich wieder. Ah, es ist wieder der der geheime Flughafen. Ich hoffe, die haben wieder einen Hubschrauber. Ja, haben sie. Sehr schön. Sehr schön. So lobe ich mir das. Gut, dann würde ich auch sagen, dass wir jetzt die Folge zu Ende machen. Und nächstes Mal, das war eh geplant, dass wir erst nächstes Mal den Eintopfmacher töten. Und genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und die Rebellen holen ihn ab. Ja, ach nee. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.